Oh, ihr seid aber ganz schön hartnäckig jetzt. Okay. Du stehst immer noch. Fuck! Fuck! Das war jetzt ein bisschen dämlich. Okay, bisschen was verschwendet. Heilige Scheiße. Okay, man muss echt höllisch aufpassen. Ja, der Nachteil ist halt bei der Schrot, auch wenn sie richtig geil ist, ne, dass die halt nur zwei laden kann. Zwei Patronen. Und dann ist halt empty, ne? Aber gut, wir werden es irgendwie überleben. Den können wir anscheinend anschieben mit den Karren. Jo. Okay. Bums. Sehr schön. Kommt da noch einer raus? Ich hoffe nicht. So. Da links sieht es so aus, als würde es weitergehen. Gucken trotzdem noch mal hier hin. Da ist nur so ein Prellbock. Jo, okay. Den gucken wir mal hier rein. Hui. Oh, das sieht schon alles sehr geil aus, muss ich sagen. Das ist so eine geile Atmosphäre. Und es wird gespeichert. Puh. Haben wir hier noch was versteckt? Aktuell sieht es nicht danach aus. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Das mache ich mal weg, ne? Achso. So. Okay, nachladen. Okay. Da ist nix. Hier vielleicht noch was. Da ist noch eine Kiste. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Läuft, ne? Sieht irgendwie so ein bisschen nach Falle aus. Weiß auch nicht. Ich kann mir das nicht so ganz erklären gerade hier. So, komm. Pistolenmunition. Da komme ich nicht lang. Da kann ich aber hingucken, aber da ist nichts. Nee. Also zumindest nichts, was sich bewegt. Ich dachte, da könnte man vielleicht schon mal so ein paar Gegner erkennen oder so. Dem war nicht so. Da oben ist noch eine Kiste. Okay. Dann gehen wir doch mal hier hoch, ne? Aktuell kann ich echt Medizin gut gebrauchen, weil, ja, habe ich ein bisschen blöd angestellt, sagen wir mal so. Warte mal, ich habe Angst. Ja, gut, dass ich gerade noch etwas weise war. Es wäre eigentlich eine gute Gegend für dich für so eine Wackelfigur, aber ich höre auch keine. Okay, eine Tür. Okay. Hier irgendwas? Ne. Oh, oh, Kraut. Geil. Das ist schön. Und Laptop. Okay, von 2015 eine Nachricht. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück. Und normal. Auf normal, so. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Aha. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber noch immer voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Das scheint von Lukas geschrieben zu sein, ne? Mia, das Missstück, ist immer noch irgendwo zwischen Ivy Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden. Also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen
Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Ivy krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Ja, das würde ja wieder für die Theorie sprechen, dass die richtige Evelyn inzwischen die Oma im Rollstuhl ist. Weil wir hatten ja einmal dieses Foto gefunden mit der Oma, wo hinten E001 draufsteht. Und ich habe ja da schon vermutet, dass die alte eventuell Evelyn ist. Das scheint vielleicht tatsächlich so zu kommen. Diese Erkenntnis. Oh, Steroide! Die liegen da einfach so rum. Ich werde bekloppt. Ja, sofort nehmen. Denn wir wissen, das erhöht unsere maximale Gesundheit. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, gehen wir noch einen Raum weiter. Okay. Irgendwas Schönes hier. Ein Foto. Bericht. Steht nichts hinten drauf. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Innern der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten, und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Genau, das hatte Jack ja schon an Lucas vorgeführt am Anfang. Mittleres Stadium der Infektion, sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirts mit denen des E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie-Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ja, und mit der Masse, würde ich sagen, weil die wachsen ja auch ziemlich, ne? Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen, ist extrem schwierig. Sehr interessant. Also wir erfahren jetzt hier auf jeden Fall eine Menge über diese ganze Wucherung und diese Infektion an sich. Das ist sehr cool. Aber ich glaube, wir müssen gleich noch ein bisschen mehr lesen. Ich will gleich mal einen Schluck trinken hier. Hier gibt es Bilder anzugucken. Was ist denn das für ein ekliges Bild? Okay, 5 Minuten nach der Dosis erbrechen. Ja, haben wir auch schon mal gesehen bei Ellen. Wobei das schon länger als 5 Minuten her war dann. E-Nekrotoxin, E-Serie-Dosierungstest. Wird am Auge irgendwie vorgenommen, ne? Oder zumindest im Gesicht. Was haben wir da? 12 Minuten nach Dosis, Kalzifikation der Zellen. Aha. Da. 10 Minuten nach Dosis, tot. Okay, das hat nicht wirklich länger gehalten. Oh, was ist denn hier drin? Das sieht interessant aus. Ui. Was ist das? Erstmal lesen, ne? E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie-Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serienzellen in den Nekrotoxinbehälter. Ah, das heißt, wir können da praktisch diese Gewebeprobe von Evelyn reinhauen. Die haben wir die ganze Zeit schon bei uns. Ja. Guck mal, was mit dem Teil passiert da drin. Das hat sich ein bisschen verändert. E-Nekrotoxin. Aha. Und was ist das jetzt genau? Kann ich das unter... Ein besonderes Serum zur Beseitigung von E-Serie-Individuen. Vielleicht kann es Evelyn vernichten, wenn man es ihr injiziert. Das wäre mal geil. Das hatte ich ja gerade gelesen, okay. So.
Puh. Gut. Und noch ein Dokument. Alles klar. Ja, es wird informativ hier. Drehen. Ja, was soll denn? Uff, da steht auch, da steht auch so viel drauf hier. 7 Seiten. Okay, dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der NEXBIS, ja, Initiative, also Next Generation Experimental Battlefield Superiority, Gott, der Firma initiiert, um unterstützt durch technische Hilfe des HCF eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit minimalen Direktkontakt im großen Stil neutralisiert. Die NEXBIS-Initiative wurde später abgewickelt, alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, aha, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch die für den eigentlichen Kampf praktisch auf null reduziert, ist es kein Wunder, dass und selbst die Organisation von sich darauf stürzen. Okay, warum das alles rausgeschwärzt ist, keine Ahnung. Vielleicht steckt doch noch irgendwie Umbrella dahinter. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von Haha in gewesen, dem erstaunlich fortgeschrittenen Vikarianzevolution-Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamizet, ja, bezeichneten oder bezeichnen. Die Herstellungsmethode jeder der Biowaffen sah vor, das Mutamizet-Genom einem menschlichen Embryo vor dem zelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der impraktikablen und fehlerbehafteten A bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. Von der D-Serie hatten wir damals einen Kopf und einen Arm, um das Serum zu ermitteln, ne? Ja, ich glaube schon. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulation zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, Mutamizet nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Ach ja. Ja, dieses Kotzen praktisch, ne, was er da ein paar Mal gesagt hat. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamizet, wenn es einem Wirtorganismus zugeführt wird, diesen eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel mehr über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält. Aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den was nochmal, den Autoinduktor-Pheromonen ähnelt, die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum-Sensing benutzen. Ten, ja, habt ihr verstanden, ne? Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Aha. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimmen oder Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigten, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelung und Angriffe auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche auszulösen. Und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich die Mutamizet-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper. Ja. Meine Fresse. Sau interessant, aber sehr, sehr viel zu lesen und sehr, sehr viel Text. Es tut mir leid, wenn ich mich so viel verhaspel, aber mein Mund ist schon ganz trocken. So, kommen wir noch ein Dokument. Ja, klar, wir finden noch ein Dokument. Okay, das lesen wir natürlich auch noch. Wie viele Seiten haben wir denn hier noch? Erstmal umdrehen. Okay. 4. Okay. Der Teufel steckt im Detail. So sieht's aus. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelien, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzelien oder Myzelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen.
und sich schon in der leichten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen die Molded getauft, angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz, und Molded, geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung für eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Ja, das ist super. Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungizides Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyns einer unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren sorgt für eine Kalzifikation der Myzelien, aber wenn die Zellen der Person schon weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es aussetzen, wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt E-Nekrotoxin nennen und das selbst in kleinsten Dosen wahrscheinlich tödlich ist. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festlegt, es ist keine Spekulation. Aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in soziale Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Andererseits nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. Meine Fresse. Jetzt haben wir aber auch reichlich gelesen. Da gab es ja schon gerade Trophäe für. So, ich will mal ganz kurz rausgucken, ob hier was ist. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir... Okay, hier ist ein Speicherraum. Hervorragend. Komm, mach zu die Tür. So, da gucken wir jetzt noch gar nicht weiter raus. Und jetzt... Flammgranaten. Geil. Jetzt sage ich euch was, Leute. Genau bis hierhin habe ich aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme... Nervengiftgranaten. Nein. Habe ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gespielt... geguckt. Also mehr weiß ich gerade vom Spiel auch gar nicht. Deswegen passt das ganz gut, wenn wir jetzt hier einen kleinen Schnitt machen. Ich nehme jetzt nochmal das Spaltmittel hier. Ich will mal eben gucken, wir haben jetzt ja Nervengift gefunden. Ob wir, weil ich will die gar nicht benutzen, ob wir das auch so benutzen können damit. Tatsächlich. Wir können das so aufspalten, erhalten eine große Chemikalie. Sehr geil. So, das packen wir mal weg. Können wir das auch wegpacken? Nee, das darf ich nicht wegpacken, alles klar. So, wir haben jetzt ja noch grüne Kräuter dabei und wir haben noch eine Chemikalie. Ich will mal eben kurz gucken. Habe ich hier drin noch... Da ist noch mehr Kraut, ne? Scheiße, ey. Habe ich noch Chemikalien hier reingepackt? Nee, da ist... Die nehmen wir mit. Oh ja, komm. Kraut habe ich noch so viel hier drin, ne? Messerflüssig... Da ist noch eine Chemikalie, die nehmen wir mit. Ja, und jetzt will ich nochmal eben ein bisschen Medizin mixen. So, das ist gut. Oh, ich könnte noch mehr mixen. Wieso habe ich noch eine Chemikalie? Da stand eben, ich hätte noch was herstellen können, aber gut. Die Bombe, ja, gut. Oh, die behalten wir mal, ne? Ich weiß gar nicht, ist hier... Habe ich hier noch Bomben drin? Eigentlich müsste ich hier noch welche drin haben. Die Dings, da. Nehme ich auch mit, die Mia hatte. Okay, will ich noch irgendwas mitnehmen jetzt gleich? Ich glaube, ich bin eigentlich ganz gut ausgerüstet. Beziehungsweise fürs nächste Mal bin ich gut ausgerüstet, sagen wir mal so. Magnum-Munition habe ich, glaube ich, noch welche dabei. Die kann weg. Ja. Okay. Ich glaube, so lassen wir das. Ja, sieht gut aus. Und wir speichern ab, meine lieben Freunde. Damit soll diese Folge vorbei sein. Die letzte Folge, die ich jetzt hier hatte, war wahrscheinlich sehr, sehr erzähllastig und sortierungslastig. Da habt ihr jetzt nicht viel Neues erfahren. Doch, ihr habt sehr viel Neues erfahren, aber wenig Action gehabt. Aber das gehört auch mal dazu, denn wir wollen ja auch storytechnisch ein bisschen was erfahren. So, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Und beim nächsten Mal geht es dann vielleicht Richtung Endspurt. Denn ich glaube nicht, dass das Spiel es noch allzu lange sein wird. Auf jeden Fall werden wir das dann
bei der nächsten Aufnahme erfahren. Ich hoffe, ihr seid dabei. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.